Hallo, ich bin Hanna, ich bin Hundetrainerin und Hundefachjournalistin und ich erzähle euch heute was zum Thema Hunde. Was wir immer häufiger in Deutschland antreffen, sind Hunde aus dem Tierschutz. Und das heißt, wir treffen hier vermehrt vor allem auf Hunde aus Südeuropa. Sprich, das sind häufig Galgos, Podenkos, Setter, Pointer, alles, was gut und gerne und sehr extrem jagt. Natürlich treffen wir auch Hunde aus Polen, Straßenkreuzer, alles Mögliche. Das Problem, was wir mit Tierschutzhunden immer haben, ist, dass sie eine Vorgeschichte haben. Das heißt, wir haben nie den kleinen Welpen, der mit 8 Wochen vom Züchter gekommen ist und der quasi eine schöne Kindheit hatte. Wer sich denn also für einen Hund aus dem Tierschutz entscheidet, sollte immer bedenken, dass das Leben mit so einem Hund und die Erziehung in Anführungsstrichen wesentlich aufwendiger ist als bei einem Hund, den man als Welpen bekommen hat. Das heißt, gerade Jagdproblematiken, Angstproblematiken und die typischen Straßenhundgeschichten, wie ich fresse alles vom Boden, gehe meine eigenen Wege und bin wenig auf meinen Menschen fixiert, trifft man sehr häufig und sollten daher mit Hilfe eines professionellen Trainers bearbeitet werden. Das heißt, man sollte sich wirklich jemanden suchen, der einem vom Anfang an hilft, bevor es dann später zu größeren Problemen oder, viel schlimmer, zur erneuten Abgabe des Hundes kommt. Natürlich ist auch nicht jeder Züchter lupenrein, also auch wenn man sich einen Welpen vom Züchter anschafft, sollte man genau hingucken. Werden die Welpen beispielsweise in einem dunklen Kellerloch gehalten oder kriegt man die Mutter gar nicht zu sehen, sollte man auch da Abstand nehmen. Genauso wie man Abstand nehmen sollte von Hunden, in Anführungsstrichen von Züchtern, die eigentlich nur Vermehrer sind, die zu Massenhunde aus Polen oder sonst wo hierher karren. Das ist auch keine Zucht, das ist Vermehren. Und da haben die Hunde genau solche Probleme, unter Umständen Verhaltensstörungen, wie ein Hund aus Spanien, der 4 Jahre auf der Straße gelebt hat und sich hier nicht einfinden kann.